Shadow XX Live, der tut mir voll. Der tut mir voll leid. So, ich denke, warte, Verzögerung startet in. Ah, okay. Ich weiß gerade nicht, wie das ist. Ich habe noch nie mit Verzögerung so gearbeitet in PvP, aber ich denke mal, das wird alles so ganz gut funktionieren. Und wenn nicht, für. So, also 3 Sekunden Verzögerung sind jetzt drin. Alles, was ihr jetzt seht, seht ihr erst deutlich später. Mach die nie Strukturen lassen wir hier. wiederkommen, das ist so cool. Alter, mach, dass sie Man nie muss ja nicht wiederkommen. sein, dass ich die verliere. Was verlierst du? Ja, nee, wenn ich die verlieren sollte, wäre nicht so So. schlimm. Fleisch. Fallschirme brauche ich. Den da, ich brauche neue Pistolenmunition. Scheiße, ich habe mir alles verballert. Das wollte ich ganz gerne behalten. Wie brauchst du? Gib mir ein bisschen was. Alles, einfach alles. Okay, Ah, Riot Shield 130, brauche ich. kann Warte, ich dir was sagt eigentlich mitgeben. meine Rüstung? Alter, ich habe gar keinen Schaden bekommen. Meine Rüstung hat keinen Schaden bekommen. Ich habe keinen Schaden bekommen, obwohl die auf mich geschossen haben. Ich habe Ping, Ping, Ping gehört. Aber ich habe fast keinen Schaden genommen. Das ist auch cool. Genau, ich wollte das Fiber holen, um meine Rüstung zu reparieren eben. Sieh mal an. Okay, Armor, das ist. Soll ich ein Ersatzgewehr mitnehmen? Keine Ahnung, ich denke, dass wir sowieso erstmal drauf gehen werden. Findest du? Also ich werde nicht drauf gehen. Das weiß ich. Ja, wie meinst du? Ja, ich gehe hin und töte die, Was bevor machst die du? mich töten. Ja, Ey, bei meinem ich habe Glück eine bin ich Idee, was wir drauf. mitnehmen können. Ich habe Was eine denn? Idee, was wir machen können. Pump Action wird eingepackt. Oh, ich habe eine Idee. Ich habe eine Ich Idee. bring Drago, ich bring 103, 133, 130 Schuss für die Pistole mit, ne? Noch so da hab. Aber Brauchst? verteil bitte, nicht alles auf einen. Wie viele Demophodons haben wir noch? Nicht mehr so viele. Ah, dann schade, schade, schade. Sollen wir. Ja, Nee. also ich glaube 6, 7, aber die sind ja auch ziemlich langsam. Brauchen wir Smoke? Ja, ne? Nimmst Einfach du Quetzle mit Plattformsattel? Ich hab eben. Nee, hab ich keinen abgegriffen. Weil dann nehmen wir einfach 2 Mate-Boosted Tracks noch mit. Und lassen die da ein bisschen wüten bei den Tieren. Könnten zwar drauf gehen, aber ist glaube ich auch egal, oder? Jo. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen. Ja, dann mache ich den vom Traumschiff auf deinen drauf, den Quetzel, den Plattformsattel. Wo ist eigentlich Könnt ihr deiner? mir dann auch ein bisschen Raketenwerfermunition geben, Nein. oder? Auf meinen? Ja, Okay. Plattformsattel. Jeder muss einen tragen, weil ich kann auch nur einen tragen. Weil ich weiß nicht, wo dein Quetzel ist. Ah, da hinten. Wie Aber unclaim? wie Ich werde hier lange? gar nichts unclaimen, Leute. Ich werde gar nichts unclaimen. Das ist ein verdammter PvP-Server. Wo bin ich denn? Wo komme ich denn hin, wenn ich in den Tribe hingehen und traden möchte? Erstmal die hier rausgehen möchte, erstmal alles unclaime. Nein, Tim, dir 9. Du hast mitgemacht, weil du bei dem Tribe warst. Du hättest sie aufhalten können. Du hättest vorher sagen können, nee, ich möchte das nicht unclaimen. Bitte meine Dinos. Dann gehe ich raus. Aber Witcher ist ja auch so ein Bastard, der hätte das, glaube ich, nicht gemacht. Ja. Hat er gleich davon. Wie lange braucht ihr noch, bis ihr fertig seid mit den Vorbereitungen? Ach, keine Ahnung, ich habe keine Pistolenmunition mehr. Wir brauchen noch ein bisschen was. Hallo? Lag Ich oder kann dir was? welche mitbringen, ne? Ja, ich mache eben selber welche, keine Sorge. Brauchst du noch, Reichen 7 Raketen für uns? Ja, du nimmst ja den Raketenwerfer. Ich habe Okay. C4 und Granaten. Dann mache ich aus dem Rest noch Pistolenmunition. Oder haben wir eigentlich 2 MGs? Nee, ich habe Nur mir nur eins, ne? eins gemacht. Nicht noch eins. Nee, schade. Hätte ich noch ein zweites gemacht. Das wäre auch cool gewesen. Ah, ja, Nochmal schade. gerade wegen. So viel Munition brauche ich ja gar nicht, ganz ehrlich. Aber ich brauche Pistolenmunition. Reicht das? Ach nee, die muss man ja oben machen, ne? Die Advanced Pistol Munition. Ein Blueprint dafür?
Ja, haben wir. Wartet ihr noch ein bisschen? Ich bin jetzt ganz kurz auf K essen, ne? Hm. Oder keine Ahnung. Oh, 300 Kugeln, ich glaube, das reicht aus. Oh Gott. Brauchen wir das Gunpowder? Ich bin was. Und kurz auf K, ne? Ja, ich wollte jetzt noch Mister machen, diesen. Okay, warte, dann warte noch kurz, bis ich bei. Bis ich zwei Stacks habe, okay, dann Ach, du bin auf K, ne? Ja. Ich hab ihn kurz rausgezogen, weil sonst hätte ich abgebrochen. Okay, ich hab Munition. Reicht das restliche Gunpowder? Ja, bestimmt. Ach, Sparkpowder, verdammt. Okay, dann mach noch. Was brauchst du zu viel? Ich mach mir den auf die 4. Den auf die 6. Aber noch rote Tränke? Nee, aber ich nehme mal ein bisschen gebracht, vielleicht noch mit. Ja, geht mal irgendwas. Wie viele Narcotics haben wir? Eine Menge. Ich verwandle die mal in rote Tränke, dass wir mindestens 100 Stück wieder. Nee, insgesamt 100 Stück haben, ne? 100 Stück. Ja, jeder 50er. Ich mache ein paar halt. Ich weiß nicht, wie viel das kostet. Ich brauche Tinterberries. Wetten, die greifen gerade unsere Holzbase an. Spasti Sache. Kann sein. Habe ich das jetzt ernsthaft da reingetan? Ich voll verpfosten. Ich muss den Quetzel leer machen, fällt mir ein. Wir müssen ja ein bisschen Zeug mitnehmen, was die haben. Jo, ich will auch nicht alles mit Ma mitnehmen, weil wie ich mich kenne, gehe ich wahrscheinlich drauf. Jo. Wir müssen Betten mitnehmen, ne? Was ja, Vorteil ist, dass die uns angreifen. Dass wir sie angreifen und die mehr Betten zur Verfügung haben. So cool, ich spiele nicht auf Deutsch, weil die deutsche Übersetzung ist grauenvoll an dem Spiel. Ich brauche mal Tintus. Hast du ein Riot-Schild? Ja. Gut. Müsste ich eigentlich im Dings haben, in meiner Kiste. Wieso kriege ich nur Narkotikbären? What the fuck ist hier falsch? Marksman ist auf K, ne? Ja. Aber Shadow will jetzt in seinen Tribe rein.
Was ein Hurensohn, ey, ganz ehrlich. Ich wollte das eben diplomatisch lösen, ne? Du kleiner Fixer. Aber jetzt nehme ich das persönlich, ohne Witz. Sos Gaming sein Horn. Danke für dein Follow. Ein netter Name. Shadow, wir können kein Giga mitnehmen, weil die nicht durch das Wasser können. Also wir könnten schon, aber es würde sehr lange dauern und... Nee, danke, ey, ganz ehrlich. Da gehen wir lieber mit ein bisschen Sprengstoff ran. Aber wenigstens auch so ein bisschen Feuerwerk, wisst ihr, das ist romantischer. The Witcher. 1,50 ist nicht groß. Ja, das kuschelt hier vor sich hin. Ich kann so lange meine Kristall leer machen. Wo ist mein Quetzler? Da. Kurz alles leer machen. Traumschiff nehmen wir nicht mit, oder? Dann packe ich mich bei den ganzen Strukturen bei dem rein. Wo war ich denn stehen geblieben? Ich habe den hier stehen geblieben. Das noch und wie viel wiegt der? 152, okay, das sollte ja wohl mehr als genug sein, um... Warum ist das Traumschiff da oben in der Luft? Ich pack mal den normalen Sattel von... Nee, warte, ich habe doch gerade eben erst einen bekommen. Da packe ich den Sattel drauf. Oh, Drecksvieh, komm her. So, mal sehen, was unsere Drogen machen. Ja, sollte reichen, ganz ehrlich. Ich pack dir mal 40 Stück in deinen Quetzeln rein. Was fehlt noch? Mal Licht hier drin, ich sehe nichts. Die Fresse. Was machst du eigentlich die ganze Zeit? Jesse 184, vielen Dank für dein Follow. Nicht, dass ich die Fackeln brauchen werde. Ach, die wollen eher auf einen anderen Server. Wieso verpisst ihr euch da nicht einfach? Ganz ehrlich. Deswegen machen wir so. Sollen wir die einfach direkt bannen? Marvin? Ah, der ist komplett gemutet, okay.
Oh Gott, die Beleidigung, nee, die sind true. Oh, die wollte ich doch töten. TomTom753, vielen Dank auch für deinen Follow. Boah, ey, ich wünsche dir jetzt Popcorn und eine Cola, ey. Das ist großes Kino, was da bei mir im Chat abgeht. Und ich muss vielleicht auch mal den Chat hier mal legen. So, Dagi kriegt Timeout. Dagi? Nee. Der Moor 17, der kriegt jetzt Timeout, genau. Wegen einem Dagi-Bi-Witz. Benjamin B. bleibt auf dem Server. Benjamin, du solltest vielleicht deinen Tribe verlassen. Witcher ist so ein Wichser. Gut, ja. Hast recht. Allerdings ändert das nichts daran, dass wir jetzt die Krieger, den Krieger-Tribe jetzt wegraiden gehen. Idealerweise bleibt nichts davon übrig. Hayley, was ist los? Du bist gemutet. Schon die ganze Zeit. Okay, er ist gemutet und das schon die ganze Zeit und er will auch nicht entmuten. Mal überlegen, soll noch ein bisschen was mitnehmen, was da ein bisschen Ärger macht, aber der hält nicht so viel aus. Ich glaube, ich packe schon mal die Dinos. So, bin wieder da. WB. Seid ihr schon beim Raiden oder was? Nö, nö, wir lassen die gerade noch so ein bisschen warten. Gut, kann ich mich noch ein bisschen vorbereiten? Was geht ab? Was geht ab? Lukas! Was geht ab? Komm, Raiden. Ja. Jetzt wird hart geradet. Ich habe immer noch nicht meine Spiele aktualisiert. Na, aktualisier und? Doch deine Spiele. Dann guck mein Stream, dann siehst du dazu, wie wir die raiden. Nein, es frisst nur unnötige Internetvolumen meiner Internetbox. Meine WLAN-Karte vom Juden ist abgelaufen. Muss mir das denn neu kaufen? 20 Euro für einen Monat. Für eine 300 KB-Leitung, weißt du? 20 Euro, das musst du dir mal geben, ey. Ich wette. Wo ist Marvin, der Pisser? Marvin, keine Ahnung, der ist ganz halt schon gemutet. Wette, hey. Dieser komische Shadow. Nein, dieser, wie heißt der? Nicht Shadow, sondern, The Witcher. Warum bin ich denn. Was? Du hast die ganze Zeit gemutet. Voll für den Arsch, ganz ehrlich. Ja. Wette, der was geht jetzt da? In den letzten. Was geht da? Ich hab mir schon mal überlegen, ob wir einfach das Raiden sein lassen sollen und die einfach direkt bannen sollen, dann geht sowieso alles kaputt. Wieso, was los? Nein, alles. Wir brauchen jetzt ja auch was für die Folge, also. Das ist ja schön, machen. Das ist ja was Schönes. Ich habe was richtig Schönes gefunden, also was richtig Schönes. Boah. Ja. Ich habe gerade Flakschuhe gefunden mit 220 Verteidigung. Also Blueprint. What nice. The fuck? Journeyman oder was? Nee, Apprentice. Spisch. Nice, nice. Marvin, hast du aktualisiert das Spiel? Patch runtergeladen. Ja, ja, ist fertig. Wollen wir noch eine was Runde zocken? Denn, nein. Was will denn Shadow XX Live oder wie der heißt? Der will dein Tribe. Weil er jetzt in seinem nicht mehr drin ist, weil die jetzt ganz gerne abhauen wollen. Fängst du ihm trotzdem noch das Quetzei? Ja. Hab ich schon versprochen. Nein, ich will jetzt nicht nach dem Quetzei aus. Ja, ja, ja. Ich brauch ja, noch ja, einen weiblichen Quetz. Wird sein, Quetz. Ja, ich kann nicht, ich gebe ihm ein Ei. Ich kann nicht versprechen, dass es,
was Normales wird, also ein Weibchen. Ja, auch egal. Er kann von mir aus in meinen Tribe rein. Kommt ihr noch Rainbow Six? Gleich. Ja, können wir gerne gleich machen, aber wir wollen erstmal hier die Affen raiden. Ah gut, dann zocke ich jetzt eine Runde Ranked. Okay. Aber für die Aufnahme kannst du nicht mit dabei sein im Channel. Weil, ich? Ja. Was? Ja, weil du nicht dabei bist, dann beleidigst du deine Gegenspieler und dann stört das in der Aufnahme. Was? Wer sagt, dass ich beleidige? Dann redest du halt so, wie du immer normal redest. Und das stört die Aufnahme. Jetzt im Stream ist egal, ich aber... Ich werde nicht fluchen. Ich werde nicht fluchen. Nee, allgemein ist es störend, wenn jemand im TS mit drin ist, der gar nicht das mitmacht und das sieht, was wir machen. Und dann über seine Sachen redet. Das ist einfach störend, deshalb schließe ich auch Marksman regelmäßig aus dem LP raus. So, was wollte ich jetzt machen? Ich wollte meine Schuhe umfärben, genau, das war's. Verteidigung hat das eigentlich. Granate. Vier Öl. 983 Verteidigung. Ist nicht mehr weit bis in 2000. 13.000. Meinst du insgesamt Armor oder Einrüstungsteil? Nee, insgesamt Armor. Okay. Was war das denn? Das war das hier und das hier. Und die warten da gerade wie blöd, dass wir endlich mal die Raiden kommen und lassen. Wir lassen uns ganz viel Zeit. Wir lassen uns ganz viel Zeit. Wir machen ganz bequem, ganz gemütlich. Also ich baue mir jetzt schon meine ganze. Ich meine, die wollten sowieso vom Server weggehen, also ist das ja auch voll in Ordnung. Deswegen haben die auch genau bis dahin gewartet, bis die mich bei der Aufnahme erwischen, um dann das stören können. Gut. Dann. Ich finde das jetzt gar nicht mal so schlimm. Ist auch nicht. Schade um die Holzbase, aber. Ja, das bisschen ist ja repariert. Ja, ich kann ja mal kurz hinfliegen. Die warten ja auf den Krieg, wollen. Ja. Kann einer mal Knall von dem Server. Kann einer mal Shadow sagen, dass er mein Tribe rein darf? Oder? Ahnung. Ihm das jetzt nicht schreiben. Oh, ja, musst du ihm sagen, dass er in deinen Tribe rein darf. Warte, mach ich gleich. Guckt Shadow eigentlich noch den Stream? Ja. Er ist. Ja, gut, er geht schnell essen. Ah, er geht schnell essen. Gut, dann sage ich ihm das, wenn er wieder da ist. Genau. Danke Benjamin. Ich werde das natürlich ausnutzen, diese Information. Welche Information? Lies den Chat im Livestream. Ja, nee, warte. Ich kann das jetzt nicht, ich weiß nicht, ob die den Livestream sehen, also. Der hat da im Wasser eine Kiste mit, die haben die Old Space nicht wieder angegriffen. Mit einem Raketenwerfer drin im Wasser irgendwo, an seiner Base. Die haben Raketenwerfer. Nein, Benjamin hat da einen gelagert, den wir uns nehmen können. Mit Munition oder wie? Keine Ahnung. Weil wenn der Munition ich weiß noch nicht, ob der Benjamin jetzt meinte, Sandro, nein, wir gehen nicht mit den Giganotus. Die Giganotus müssen durch das Wasser und da sind die zu langsam. Und die verrecken sie eiskalt. Sie nee, die würde ich verrecken, weil die verlieren ja keine Ausdauer, wenn die nicht geritten werden. Aber es würde halt... Oder soll man Giganotus mitnehmen? Oder zwei? Ich meine, wir haben genug. Wenn die absaufen, ist auch egal. Ich weiß nicht. Wir haben genug. Ja, dann nimmt ihr dann den Meister mit, oder was? Wir könnten. Na, der Meister ist gut. Lass uns Big Cock und den Roten mitnehmen. Den Roten und den Blauen. Lass uns die beiden einfach mitnehmen. Wir müssen halt durch das Wasser. Die schleichen halt durch das Wasser, ist ja auch egal. Und dann machen wir einfach den Angriff und dann... Oder sollen wir... In der Zeit kann ja einer den Raketenwerfer suchen. Ich weiß es nicht. Die sind mir zu langsam eigentlich. Eigentlich würde ich darauf gerne verzichten, die Giganotus mitzunehmen. Ja, ich will einen schnellen Überraschungsangriff. Ich auch. Naja, Überraschung hin oder her. Aber wir können halt einen Giganotus mitnehmen. Ah nee, das bringt ja auch nichts, wenn wir da ein Bett aufstellen und die schießen da drauf, ist es eh kaputt. Ja, er macht doch einen Quetz. Scheiß auf die Giganotus. Ja, wir brauchen ein Bett. Wie viel Schuss hast du für die Rifle? Ich hab gar keinen Schuss im Rifle. Ja, wo ist denn unsere ganze Munition hin? In den. Nimm doch einfach die, na, wie heißen sie? Ja, ich hab hier das Gewehr, da hab ich unendlich Schuss für. Ach so, du meinst für die? Warte mal. Ja, aber hier für die, Warte, ich tu mal 50 Stück in die Werkbank. Sollte ja reichen. Ja, nee, so viel will ich auch nicht. Ich wollte nur ein paar. Ja, dann lass den Rest drin, ist ja egal.
Er spielt Munition und dann. Er guckt den Stream. Ja. Egal. Ich habe Verzögerung drin, wir haben trotzdem einen Überraschungsmoment. Dann nehmen wir halt nur die Rex mit, oder? Ich wollte da einen Rex bei dir oben drauf packen. Und machst du bitte Betten? 2 Stück oder 3 oder so, dass wir halt genug haben, dass wir auf jeden Fall. Ja, wir brauchen erstmal eine Foundation dann. Hab ich schon dabei. Ah, okay. Shadow Life 2, danke für den Follow. Warte, warte. Okay, danke. Ja, nehmen wir IS-Kämpfer mit, oder? Also ich finde, ich sollte die Betten aufstellen, damit die nicht sehen, dass ja. wir. Aber wenn ja, dann lass ja. mal die Betten nebeneinander so in der Nähe aufstellen. Oder Marksman macht das, ja. Nee, geht ja nicht. Wenn der die aufbaut, dann können wir die nicht benutzen, weil das sind dann seine Betten. Ja, stimmt, hab ich auch vergessen. Ihr könnt natürlich Marksman des Raids für den Raids über einfach in unseren Tribe kurz aufnehmen. Nur man muss der halt seinen Leuten vertrauen können, dass sie ihn wieder aufnehmen. Der zurück aufnehmen. Summer kann ich vertrauen, die nimmt mich wieder zurück. Ja, Summer. Herzliche Grüße an der Stelle. Ja. Ich schreibe auch mit der über WhatsApp, also. Aha, so ist das hier also. Ja. Liebesgeflüster auf der Ark. Na, ach scheiße, geht nicht. Ach, oder also wir, wollt ihr mich jetzt in den Tram aufnehmen oder nicht? Oder? Soll ich das Summer jetzt mal schnell ja, ich schreiben? Weiß nicht, Sleeping Bags, da brauchen wir mal ein paar mehr, ne? Ja, 10 Stück kann ich machen. Ja gut, dann macht 10 Stück, jeder 5. Sollte ja reichen. Nimmt ihr mich jetzt kurz für den Raid auf, oder? Ja, können wir machen. Aber dann muss ich auch... Sandro, Gamerstunde! Gamerstunde, vielen Dank für dein Follow. Summer... Willst du, den da jetzt nur einen mitnehmen, oder wie? Darf ich das verstehen? Nur auf beide Quetzel kommt ein Rex. So, wo ist denn deiner dann? Also, nimmst du... Wir nehmen Bat und Pink Lady, richtig? Ja. Okay. Ich habe auf deinen eine Foundation drauf gemacht. Ich versuche noch gerade irgendwie einen Rex drauf zu bekommen. Ah, geht, oder? Passt. So, ich habe welche aufgestellt. Ja, wenn wir Sleeping Bags haben, brauchen wir auch keine. Ja, ja stimmt. Keine, wie heißt denn das jetzt? Ja, ich weiß, was du meinst. Keine Foundations. Richtig, danke schön. Ich hab sogar was mit. Mann, dieser blöde. Blödmann da. Waffenmunition habe ich jetzt eigentlich schon die bei dir rausgenommen. Aber ich tu die bei dir wieder rein. Ja, bitte. Bist du mich in meinen Schlafsack klauen? Max L4, dann vielen Dank auch für dein Follow. Kuscheln. Und ich glaube nicht, dass du mit mir kuscheln möchtest. Summer, komm mal, Summer. Vielleicht. Summer, hörst du? Gordon Freeman! Eine Legende, vielen Dank für dein Follow. Der muss mal weg, stört ja so ein bisschen. Ich mach dich jetzt ganz kurz Admin in den Tribe, ne? Ich gehe. Nee, mach ihn Owner. Mach sie. Ja, genau. Mach ihn Admin. Sie. Ja, ich mach sie Admin. Der IS-Kämpfer. Welches Geschlecht hat der? Ich gehe jetzt mit Drago und Haley Raiden. Und dann wollte ich, dass du mich da wieder in den Tribe aufnimmst, weil die wollen mich. Die nehme ich dann in ihren Tribe auf, damit wir nur ein paar Betten aufstellen müssen, oder? Gut. Ja, für den Raid einfach. Ja. Gib mir auch noch ein paar. Betten ist egal, oder? Weil wir haben ja eigentlich. Ich hab selber ein Bett mit. Okay, wir haben nur Sleeping Bags. So. Na, wo ist zum Teufel sein scheiß Tooltip? So. Da, du bist ein Männchen. Gut, dann brauchst du jetzt ein Weibchen. Nimm Katharina. So. Ja, ich nehme irgendwelche Nutzlosen. Du nimmst mich dann aber auch wieder in den Tribe auf, ne? Also, wenn die mich nicht. Blix! Vielen Dank für dein Follow. Ach komm, sie hat im Dank und die Erklärung mit Herz geschrieben, da wird sie mich doch wieder aufnehmen. Oder sie lässt sich jetzt hier im denken, dass sie dich mag. Oh Gott. Dann werde ich Zahlenreihe, vielen Dank für dein Follow. Sorry. Wo holt ihr mich ab oder keine Ahnung? Dass ich das nicht komplett vorlese. Ja, wir treffen uns einfach an der Küste vor der Insel oder so. Oder auf den Weg dahin. Wir müssen echt mal so einen Notfallplan ausdenken oder so. Notfallplan? Damit wir irgendwie. Ja, ich meine so einen schnellen Angriffsplan, weil das hier, das dauert ewig. Ich meine. Ne, wieso? Wir lassen die jetzt da rumhängen, dass wir blöde warten und irgendwann kommt der Angriff.
Ich finde, das ist jetzt eigentlich nervend genug. Komm jetzt vor die Küste von deren Base, ne? Argentavis, und nehme ich deinen an, den dann mit. Ja, soll ich den bewegen? Ja, ne, ist das drauf für mich. Das Blöde ist halt nur, wenn man absteigt, warte. Ah, nee, geht. Wenn er runterfällt, ist halt doof. So. Zwei Mate-Boosted Racks, jede Menge. Seid ihr auf dem Weg? Nein, nein, wir sind auch vorbereiten. Also, okay. Ich denke, ich wäre soweit, und du? Ich bin eigentlich auch soweit. Ich habe alles. Meine Sachen sind im Quetzel. Pama guckt ja auch den Stream. Also, sie wird dann auch Admin bleiben. Mhm. Weil ich ihr dann vertrauen kann. Geht Liam zum Spinus, sie können schwimmen. Bommel, die sind aber schwächer als die Rex. Wir haben nur ein einziges Team, der das taugt. Wir haben zwei, die was. Dann nehmen B. Vielen Dank für deinen Follow. Hast du mich nicht schon mal gefollowt? Ihr wollt nur die Musik hören, nehme ich an, ne? Ja, weil die Musik geil ist. His name is. Okay, dann los. Bla bla bla. Hier, warte, ich fange mit dem Schwert an. So, weil dann habe ich ein Schild aktiv. Okay. Ey, irgendwie hänge ich hier voll fucking fest. Ja, okay, wir können die Rex nicht mitnehmen. Die machen das. Was machen die? Ja, die blocken uns. Also ohne? Ja. Ja, müssen wir halt draufschießen zum Töten, und die Quetzel killen halt, ist ja auch egal. Na gut. Ja, dann nehme ich aber... Wir gehen sowas von drauf. Dann nehme ich aber keine Plattform-Sattel, dann nehme ich einen normalen Sattel, weil der hat bei mir mehr Verteidigung. Deine auch, ne? Wenn du normalen, ja, ich Sattel kann hast. Ja, einfach so machen. Einfach jetzt so. Ja, normalen Sattel, der hat mehr Verteidigung. Deiner. Fließender Wechsel. Fließend. Ich hätte es jetzt nicht in der Luft gemacht, aber egal. Weißt du, was wir auch machen können? User left your channel. Weißt du, was wir machen können? Ja. Nein. Was denn? Lukas gerade ausgegangen, oder wie? Ja. Wegen Aufnahme gleich. Weißt du, was wir machen können? Bau uns mal jeder einen Generator. Und dann nehmen wir die Autoturrets mit. Meinst du? Ja. Ja, okay. Ich meine, wir können die einfach so abfliegen. Unsere Base? Ja, wir haben ja die ganzen Pflanzen, die sind ja auch erlaubt. The Amazingle. Echt super Name. Danke für den Follow. His name is Amazingle. Amazingle. Aber jetzt wissen die doch Bescheid, oder nicht? Ja, dann lass so hin. Ist mir echt egal. Ich dachte nur, da hätten wir eine Verteidigung, aber... Ja, nee, komm, lass so machen einfach. Sollen wir noch irgendwie Tiere mitnehmen, dass die jeder noch so ein... ja, genau, so ein... Falls wir uns greifen, dass wir uns darunter packen können. Ich hätte jetzt also schon meinen Quetzel genommen als Flugtier, weil ich darauf her stehen kann. Aber mit dem Avis können wir halt ein bisschen noch hetzen, stressen und so. Wo ist Flappy Bird? Ey, den habe ich irgendwo geparkt, weil mich aufgeregt hat. Ich such den immer. Das hier wohl wegpacken? Da, nee, das ist Rango. Wie stark ist Rango? Ey, dieser verfickte Server-Lag, Mann. Jo, ich mach Rango mal auf Damage, ne? Jo. Ja gut, dann nehme ich den halt mit. Kommt jetzt! Wartet! Boah, könnt ihr ganz kurz noch warten? Also, 5 Minuten oder so, weil ich gerade Nasenbluten bekommen. Kuss auf Kanne. Ja, sollen wir erstmal zum Marksman? Jo. So ein paar. Hast du Granaten mitgenommen? Haben wir Granaten? Ja, ich habe Granaten. Okay.
Und ich hab nur Raketen werfen. Nimmt ein Kano. Wir haben nur einen. Ich würde so ungern unsere teuren Tiere. Haben wir irgendwie ein tankartiges Tier, das wir mitnehmen können, was nicht zu groß ist? Der Dekarus? Er kann sich ja einrollen und Feuer auf sich lenken. Wissen wir sowieso, weil die haben ja Auto-Turrets und so einen Scheiß. Stimmt. Ja, kann ja neun tamen. Hat der ein bisschen AP? Das ist ja schnell tot. Ja, hat der. Ja, machen wir den auf neutral oder lassen wir den auf passiv? Nee, den müssen wir ja schon selber einrollen irgendwie. Nee, nee, den müssen wir einfach reinwerfen. Der wird irgendwann automatisch sich einrollen, wenn er zu wenig Leben hat. Dann lassen wir auf neutral. So, wieder da. Okay, BB. Meine Scheißnase. Stört mich das hier mit Elva. Ich bin genau gegenüber von deren Base, ne? Gut, wir fliegen los. Ja, ich noch nicht, warte. Hey, ich hoffe, dass Summer mich jetzt wieder reinnimmt in den Grab. Wird sie schon. Mike ist ja noch drin. Ja, ich gehe. Ja. Wie wird Dead Mike... Empire einfach übernehmen, eiskalt. Ja, was ist da mit mir? Du hast dann Pech gehabt. Genau. Du gehst einfach in unsere Base so ist mit Toren umzingelt, weil die billiger sind als Wände und mehr Fläche abdecken können. Und mehr aushalten. Für ein Tor brauchst du umgerechnet 20-30 C4, um es kaputt zu machen. Oder wenn du Glück hast, eins. Benjamin B. sagt, genau. Sie haben keine Auto-Turrets. Du hättest eigentlich auch noch irgendein Tier greifen können mit deinem Quetzel, oder? Zum Runterwerfen? Jo, ich? Stimmt. Oder Marvin. Okay, komm, lass uns irgendwelche Tiere noch mitnehmen, die halt ein bisschen Schaden machen können. Ja, dann nehme ich den Kano mit. Ja, mach. Ich flieg schon mal. Ich lasse jetzt einfach bei Beyblade. Der ist schon gut genug. Kann ein bisschen denken. Ja, der muss ja auch irgendwie ein bisschen was tanken. Ja, Benjamin sagt gerade, die haben keine, aber ich verlasse mich nicht darauf, dass die Der hätte ja auch noch schnell welche machen können. Schildkröten abwerfen zum Tanken ist gut zum Tanken. Schildkröten abwerfen ist gut zum Tanken. Ja. So, jetzt stimmt's. Ja, ich weiß nicht. Wenn die Auto-Turrets haben, die nur auf Spieler gerichtet sind, dann können wir keine Wilden nehmen und die eigenen, die will ich nicht nehmen. Die sind so scheiße zum Tamen. Und die haben auch nicht mehr so viel HP wie früher. Also der Dodicurus hier ist schon ganz in Ordnung und ich glaube, der Quetzel, der wird eh alles wegtanken. Ja, wo würde ich mir gar keine Gedanken drum machen. Ich meine, guck mal. Fast 7000 HP. Junge, lass mich in Ruhe. Ja, ist richtig, der ist richtig. Nein, ich war hier nur zum Gucken. Lass mich doch mal. Wer greift dich an? Nö. Ja. Nö, kein Bock. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, was? 9, 0, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nee. Ich weiß, die Farbe soll auffällig sein. Das ist halt das unaufhaltbare Pink, wenn ja, du es siehst. Weiß. Lauf. Snake Eater, the Milf Hunter. Hi. Ja, ich weiß, dass ich Spaß habe. Milf Hunter. Ist da gerade bei dir jemand irgendjemand? Marksman? Oh mein Junge, ey. Ich meine, ich will doch nichts machen. Benjamin, das ist egal. Wir haben ein Tier, das seine Aufmerksamkeit auf sich lenkt, wenn es angreift. Also, egal. So, Marksman, wo bist du? Ja, ich bin... Mann, Junge. Oh Gott, ey. Wo bist du? Ich bin bei deren Base. Aber jetzt auf meinem Agatavis und weg. Warum? Ja, weil der... Ich habe nur mal geguckt, wollte eigentlich gar nichts machen. Und der Typ kommt an, wirft mich, will mich runterwerfen, aber zum Glück habe ich Fallschirme, weil ich auf alles vorbereitet bin. Und ja, der Vogel hat ganz schön viel Schaden gefressen, weil ich den von unten direkt vor mir runterhänge und meine Shotgun einen richtig hart verpasst habe. Okay. Also er ist fast tot. Und mit meiner Pump Action. Ich bin gegenüber von deren Base, ne? Ja, ich auch. Die haben nur eine Balliste oben drauf. Mehr haben die nicht. Ah ja, ich sehe dich, okay. Komm her, ich sehe euch noch nicht. Bist du das? Ja, ich bin das. Okay, lande. Warte, ich entferne schnell den. Komm, ich bin eingeladen. Nimm an.
Nimm an, nimm an. So, hab ich dich, ja. Marksman, willkommen im Club oder so, keine Ahnung. Ja. Bau das auf. Warte. Ich halte die Stellung. Zack. Warte, ich starte kurz die Aufnahme. So, wir haben uns inzwischen formiert, wir haben uns ordentlich Zeit damit gelassen. Und da hinten sind die irgendwo. Die ersten haben schon den Trail verlassen, andere geben uns Tipps. Ja, und entweder. Und, ah, genau, wir haben Marksman mit aufgenommen so lange. Den schmeißen wir gleich wieder raus. Ja, wir kommen ein bisschen verstärkt. Kannst nur du in den. Was? Du kannst da nur drin spawnen in den Sleeping Bags, ne? Ich hab hier noch ein paar Sleeping Bags. Da fällt mir was ein. Hast du dein Quetzel angelehnt? Oder dein Tier? Ja, ja, das ist schon irgendwie. Den habe ich. Okay. Auf dann, der Seite. Auf der guten Seite der Macht. Los? Warte, ich baue noch ein Bett. Oder? Nein. So, die heulen hier die ganze Zeit rum. Wir sollen nicht angreifen. Ich mache jetzt den Auto-Chat aus, weil mich interessieren diese Idioten einfach nicht mehr. Die sagen auch die ganze Zeit, die wollen endlich den Server verlassen und so. Und ich war schon überlegen, ob wir einfach sagen, ach komm, scheiß drauf den Raid. Wir bannen die einfach, dann ist sowieso alles weg. Aber da gibt's halt auch noch andere, die halt, aber... Ich empfehle niemanden zuzuschauen, gerade aus dem Chat, dass ihr es wisst. Ja, mit Verzögerung natürlich drin, dass sie nicht genau wissen, wann wir sind und wo wir sind. Wir schießen auf jeden anderen Spieler. Also, haltet euch fern. Wollt ihr euren Quetzel, die... Ah, willst du nicht mitnehmen? Besser nicht, ne? Lassen wir die auf neutral stellen? Ja, ich lass mal auf neutral stellen. Ist ganz einfach so, dass wir könnten die nochmal gebrauchen. Ficken die mich gerade richtig, Bist du schon da hinten? Nein, aber die regen mich hier auf. Ja, genau. Hier, so. Und der fliegt da über seine Base rüber und wartet, bis wir kommen. Ja, wie schnell ist der jetzt runter? So schnell noch meine Shotgun nachladen, zack. Hast du nur eine Shotgun dabei? Ja, ne. Also, du bist dir sicher, dass wir das hier aushalten? Also, die Quetzer? Dass sie das aushalten? Was? Die haben doch nichts. Die haben ein paar. Denn so fliegt irgendwer. Die haben eine. Ja, ein paar wollen zugucken, aber ich empfehle nicht. Wie soll ich rüberkommen mit meinem Vogel oder wie? Ja. Okay. So, ich flieg direkt rüber und schmeiß Beyblade ab. Ja, ich mach den Kano rein. Okay. Die Action beginnt. Aber die haben nichts. Ich bin genau über deren Base geflogen. Der Typ hat mich nur weggegriffen. Mhm. Ich glaube, ich greif ihn weg. Ja, habt ihr Fallschirme dabei? Ich hab auch Fallschirme dabei. Jo, hier sie kommen. Die wollen mich greifen, wette ich mit dir. Ja. Einfach mit dem Quetz einfach weg schubsen. Wir haben Pflanzen. Ich würde nur gucken, wo der Typ ruckel, ist. Ruckel, ruckel. Okay, Paket fällt. Paket fällt, okay. Okay, hier ist gerade schon Gemetzel. Der Typ. Ich nehme gerne den. Ja, da hat er mich. Ja, ich bin tot, so gut wie tot. Yo, Peach was killed by. Ja. Fuck. Junge! Ich will dir doch nichts tun, ich will doch nur zugucken. Ich hab mich gerade selbst getroffen mit dem Raketenwerfer. Oh Gott, was ein Fail, ey. Ja, ich bin tot. Mann, sind das Hurensöhne. Ja, ich bin tot und mein Zeug ist weg. Ja, wir geben dir gleich Ersatz. Also, ne? Hoffentlich verreckt mein Vogel nicht. Kriegst du den Abis da gehandelt? Wie, ja, ich versuch's irgendwie, aber... Er geht mir auf den Sack. Könnt ihr nochmal ganz kurz zum Rand fliegen, und da den Vogel von mir abholen? Am Rand? Also, am Rand der Insel.
Hier ist so ein Quetzel von denen. Da sind ganz viele Tiere. Da ist niemand drauf. Also eigentlich interessiert das nicht. Ja, mein Agentavis ist tot. Ah, das war dein Ach, du Scheiße. Hätte ich ihn mal abgeholt. Oh Gott, ich bin in der Arena gespawnt. Max, danke für dein Hallo. Also krieg ich Ersatz oder wie? Ja, du kannst hier Ava nehmen, da sind auch noch ein paar Sachen dran. Jo, ich bring jetzt von der Arena runter das Mädchen, dann, dass ich dann wieder hinkomme. Oder ich kämpfe gegen irgendwas, oder Ahnung. Und mein ganzes Zeug ist weg und mein Vogel ist tot, das ist ja super. Oh, ich seh den nicht, da ist der. Oh Mann, ich hatte den fast. Komm, Stego, töte mich. Oh, ist cool, ich hab ihn. Du hast ihn? Ja. Oh, mach ihn kalt, töte ihn einfach richtig hart. Nein. Aber richtig. Weißt du, was ich mit dir mache? Super viel Spaß in der Luft. Ja, das wäre ja viel zu einfach, den jetzt einfach fallen zu lassen und dann stirbt und spawnt einfach. Ich schmeiß ihn einfach ins Wasser und dann braucht er einfach ewig zum Respawn. Ich möchte aber das Zeug irgendwie wieder haben. Ja. Ach, hier ist nicht wieder so ein Riesenfisch. Du wirst da vermutlich vermutlich wird irgendeiner der Dinosaurier den haben. So, hier hängt der blöde Vogel. Ja, ich sterbe jetzt nochmal ganz kurz, ne? Gut. Oh, Reaper! Vielen Dank für dein Follow. Ja, hier kämpft irgendwas. Ach, da ist der Hufen. Ich würde nur ganz gerne eigentlich mal irgendwo den Raketenwerfer einsetzen, weil dieses blöde Teil hat. Gib mir den, ich setz den schon ein. Nee, das Problem ist, immer wenn ich ihn abschieße, treffe ich meinen Vogel damit. Kann ich mir irgendein Tier da irgendwie. Ja, ich muss nur diesen verdammten Avis, ohne Witz, der macht mich richtig kaputt. Hier, hilf mir. Bekommt ein Avis. Ah, oh, schön, wie das einen geht. Ja, warte, ich komme. Oh Mann. Ist der Typ drauf oder was? Nein, da ist keiner drauf. Ja, das ist der Avis, der oder ein anderer Avis. Ja, den hat er auf Attack this Target gemacht und deswegen. So, hab ihn. Wo bist du denn? Da. Der Spino kommt. Ja, hier kommt. Ja, den Spino einfach weglocken, das scheiß Drecksvieh. Ja, hat keinen Sinn. Ich gehe da jetzt rüber und mach die kaputt, die Pisser. Da oben ist noch ein Vogel von mir. Ja, der ist einfach. Bist du das? Okay. Ich bin das, ja. Nee, hast du den. Wo ist der Avis? Von denen. Also der oben, der steht rum. Lass einfach stehen. Janis, vielen Dank für dein Follow. Ist da einer im Turret oder was? Es ist eh nur einer unterwegs. Und mein Zeug liegt in irgendeinem drin. In dem Spino von denen liegt Zeug. Ey, scheiß Lag. Da läuft ein T-Rex. Rakete fliegt, geh da weg, geh da weg, geh da weg, geh da weg! Wer? Boah. Warum sagst du nicht, wo du drauf schießt? Hab ich das nicht? Jetzt gerade. Ich hab einen von denen, ne? Rakete fliegt, geh da weg, geh da weg. Und hä? Der ist tot. Und dann ist der einfach durchgeflogen? What the fuck? Nee, hier ist was kaputt gegangen. Vorsicht, ich schieß weiter drauf, bis das Ding einkracht. Ja, ohne Witz, warum Och. Sagst du? Hä? Jetzt ist sie daneben. Hä, das war bei mir noch da. Jetzt ist es weg. Jetzt war bei mir noch da und dann hab ich einfach durchgeschossen, dann warst du weg. Oh Mann, ey. Ja, ich hab den Hurensohn. Und gute Nacht, Hurensohn. Ach, diese Ausdrücke immer. Ja, stimmt doch. Na, kannst du nicht Hurensohn sagen zu dem Hurensohn? Ja, sag ich doch. Oh Gott, ich bin. Ja, ich seh schon. Gott, irgendwie kämpfen zwei von den Leuten aus ihrem Tribe mich gerade. Bist du das? Ah, gut. Danke fürs Absetzen. Ah ja, genau, muss man neutral setzen.
Ups. Wo ist mein Vogel? Ha? Ist was, Drecksvieh? Oh Gott, wie nervig. Helf mir mal bitte. Danke. Ja. Ja, der Scheiß. Wir haben jetzt keine Vogel, Betten mehr. Wir haben keine Betten mehr. Kannst du eins von mir abbauen? Oh Gott, das ist viel nervig. Ah, wie nervig der Scheißvieh ist. So, sollten wir deren Vögel langsam töten. Ja, Jan, sorry, aber ich habe gesagt, dass dass wir jeden hier abknallen, der hier ist, und ich habe dich gerade verwechselt. Tut mir leid. Oh, du blöder Tyrann, du machst mir keinen Schaden, ey. Doch, stirb doch endlich. Rice007, vielen Dank für dein Follow. Ey Junge, du hast richtig verkackt jetzt. So, ist tot. So, und gute Nacht. Und The tschüss. Witcher ist irgendwo am Arsch der Welt. Der fliegt. Der ist im Wasser, ne? Der macht jetzt keine Probleme mehr. Da liegt er gut. Da liegt er gut, auf jeden Fall. So, mal Knarre durchschlagen, ey. Keine Probleme mit haben. Darf ich mir was aus dem Quetzal rausnehmen, Marvin? Ja, aber ich will das wieder. Oh Gott, komm her. Also, ja, du kriegst. Das leg ich dir wieder in den Quetzal rein. Komm her, folge mir. Komm, du Drecksvieh. Eine Granate. Da. Hast du einen Raketenwerfer? Oh, voll daneben geschossen. Schade. Komm näher. Hoch. Wird auf mich geschossen. Warte, bist du das da auf dem Quetzen? Ja, auf dem schwarzen Knopf. Oder? Oh, Raketenwerfer voll verschwendet. Ja. Oh, warte, ja, mach mir doch nicht so eine Angst. Ich bin auf deinem The Bed. Wieso gehen diese scheiß blöden Pflanzen nicht kaputt? Okay, hier ist, ja, direkt erstmal alles mitnehmen, was wir finden. Geben schön viel Gas. Ach, hier haben sie auch noch Betten, okay. Komm ins Wasser. Mach einfach alles kaputt. Komm ins Wasser, du kleines Scheißtier. Und du gehst mal auf Enable Item Collection. Komm ins Wasser, kleiner Stinker. Genau. Komm rein. Schade, Raketenwerfer hat gar keinen Schaden gemacht auf den Bronto. Doch, hat er, aber nicht so viel. Wir haben die Spino einmal getötet, ne? Hier kommt einer. Ja, die greifen alle mich an, ich zähl die aufs Meer. Der Quetzal da ist einer von uns. Jetzt geh ich in die Luft und... Ey, warum greifst du denn mich, Mann? Oh, sorry. Verpiss dich doch! Mann. Kein Mann. Friendly Fire! Ja, lass los! Mach doch kein Friendly Fire. Vorsicht, die Tiere kommen wieder. Die mögen mich noch und die sehen mich auch noch. Ich guck mal, ob ich hier noch ein bisschen weiter rausgezogen bekomme. Der Dodikurus lebt, glaube ich, noch, ne? Geh mal weg. Ja, unser lebt noch. Hier ist... Ah, cool. Maximin, gib mir bitte den Quetzal wieder. Komm, lande, gib mir den Quetzal. Lande doch bitte, hallo. Ja, ich möchte doch erstmal alles wieder zurücklegen. Und sie sehen mich nicht mehr. Hier, nimm du Ava. Ja, Fire XHD, da hast du recht. Zahlen, Reihe und Ark am Ende. Wir zerstören die, weil die uns unsere, aus mehreren Gründen. Wir haben eine Holzbase am Vulkan gebaut, so als Startding. Als Gerüst. Und dann den Spiel hier wegräumen? Haben wir, ich spiel dich mal kurz. Und danach haben wir... Kannst du mal bitte landen und bleiben? Und dann haben die genau gewartet, bis ich die Aufnahme gestartet habe. Und dann haben die uns angegriffen. Und ich habe gesagt, wir lassen uns das nicht gefallen. Wir machen die einfach platt. Und ja, hier sind wir nun. Wow, du hast echt was abbekommen, aber nicht so viel. Der da im Wasser, der ganz... Ja, ist der aggressiv auf dich oder was? Nein, der schmeißt einfach schon alles offen. Hast du schon alles hier geklaut? Ja, nicht alles. Ich nehme das Gasolin mit. Nicht, dass wir das bräuchten, aber... Also, ich hab die jetzt hier, ne, Max? Am besten, oder? An Land locken, oder nicht? Oder? Ja, ich bin dabei. Der kommt, gut. Reg dein Vogel den Tod. Oh, dummer Vogel, komm her! Geh einfach... Max, was machst du da? Ich dachte, du willst deine Sachen holen. Ja. Die Aggressivität ist gerade bei mir. Seid ihr das? Der hat die Sachen. Wer ist das da auf dem Tyrannodon? Ist das einer von euch beiden? Nein. Aber ich werde hier auch gerade irgendwie angeschossen von irgendwem oder irgendwas. Da kommt der Tyrannodon angescheißert. Ja, das sind
Auf dem Tyrannodon ist wahrscheinlich wieder links hier. Ah, nicht bekommen, egal. Ach, das ist ein Blade, das ist. Ja, egal, wenn ein Spieler schießt, seht, schießt drauf. Ja, ich glaube, das ist wirklich dieser The Black, Mann. Der das ist von Jan, den hab ich angehoben. Verdammt. Ja, der stirbt noch. Wer denn? Der Vogel da oben? Keine Ahnung, wer das jetzt hier ist. Da oben ist ein Tyrannon von den Kriegern, ich schieß drauf. Ich hab gerade keine Kontrolle, wenn ich ehrlich bin, auf wen. Oh, du scheiß Quetzel, guck doch mal nicht immer in die Richtung, wo ich gerade hingucken will. Unschönes Baden. Und irgendwas wurde ich gerade getroffen. Boah, alter Scheiß, viel aus. Ich will es doch nur töten. Geht doch. Oh, da 62 war der. Warte, wo hast du den hingeworfen? Wen denn? Ja, wen hast du gerade weggeworfen? Den, The Witch oder so, keine Ahnung wer das war. Ich habe ihn einfach ins Wasser geworfen. Ja, zeig mal, wo der ist. Ich habe Gasgranate, dann betäube ich den im Wasser und dann ertrinkt der. Ja, komm. Der ist ja irgendwo ganz hinten. Nee, wirklich, das ja, okay, ist fast dann zum lass, dann lass. Er kommt, der stirbt eh. Sieht hier raus, ey, hammerhart. Das war schon so ein übertrieben schwacher Sniper, dann macht er keinen Schaden, ey. Hier drin? Hab ich hier noch so Alter, kriegt das hier keinen Schaden? Doch, kriegt Schaden, aber nicht viel. Krasser Scheiß. Ich will doch nur irgendwas töten. Was ist denn daran falsch? Sind wir die überhaupt tot mit Handschusswaffen oder so? Nee. Ey, hier wird. Ich will das hier kaputt bekommen, diese blöde Pflanze. Ah, so ein fucking Skorpion oder was? Hast du das hier schon aufgemacht? Was ist denn bei dir? So ein verdammter Skorpion. Mann, das ist schon alles aufgemacht. Ich hab die ganze Gasolin dabei. Oh, Eier. Aber die sind nicht fertilized, oder? Nee. Pronto-Ei brauchen wir. Stego vielleicht. Das ist ich fass mal auf, dass hier keine kommt, ne? Ja, ja. Beim T-Rex oder so. Ein. Aber die werden jetzt nicht. Fertilized, Abyss-Egg. Ist aber schon fast kaputt, glaube ich. Und noch eins. Ja. Macht der Compound-Bogen nicht auch unendlich viel Schaden? Also ganz viel Schaden? Das geht. Sollen wir Kohle mitnehmen? Ein herrlicher Tag. Da haben wir genug. Wir haben genug Kohle, ne? Ich weiß nicht, wen ich hier habe, ey. Oh, Metall. Eva, brauchen wir was nicht. Zu essen, ne? Oder? Mach einfach die Krieger. Alles, was wir nicht brauchen, mach ich einfach leer, ne? Dass nichts drin bleibt. Die kommen hoch, ne? Tiere. Langsam. Aber sicher. Ja, ich höre schon mein Quetzel. Ist nicht mein Quetzel. Bei Marvin kann ich mir die Pump-Ecken rausnehmen und benutzen. Ja. Gut. Oh Gott. Also Steve ist betäubt. Ein Bett kaputt machen, damit nicht wiederkommen können. Richtig. Hat ja irgendwer stehen lassen, der hier eingebrochen ist. Wo bist denn du? Da, Kano kommt Max zu, Maxman. Na, hier sind noch Eier. 13 Minuten noch. Hier ist auch noch ein bisschen Gasolin, okay. Okay. Irgendwer hat hier Tür auf und zu gemacht. Ach so, da oben ist der Pisser. Wo da oben? Wo da oben? Auf dem Tier oder auf Ja, jetzt wollte ich gerade markieren wie bei Ja, müssen wir vielleicht auch noch ein bisschen, ne? Nicht. Oh Junge, ja. wie ist da drinne? Da drin einfach nur grün ist oder so. Ja, geht da nicht rein. Aber ich habe auch keine Rüstung. Der Witcher hat gepupt. Ich habe eine Verzögerung drinne, weil ich nicht möchte, dass die sehen, wo wir sind und was wir machen.
Weil. Nee, ich muss vom Dach aus. Sonst rein. Ist der ganze Überraschungseffekt blöd, wenn wir irgendwo warten oder campen oder so, sondern sehen die, wo wir sind, dann kommen direkt dahin, wenn die den Stream sehen. Darum, die Verzögerung habe ich extra deswegen reingemacht. Ich mache die gleich wieder raus. Wir spielen auch nachdem hier auch ein bisschen Rainbow Siege und dann schalte ich auf 60 FPS, weil. Shooter spielt man nicht mit 30 FPS. Man guckt ja auch nicht zu mit 30 FPS. Warum gehen diese scheiß Pflanzen hier nicht kaputt? Die regen mich gerade voll auf. So. Bisschen Unkraut hier. Ne, ja, mal. Ein bisschen Rüstung oder so. Ja, Marksman, du musst da rein. Boah, hier, ist die explodiert. Weil ich komm da nicht rein. Oh doch, okay. Ich bin drin. Alles gut. Ich komm einfach zurück. Nach, ne? So, Witcher, und hoffentlich siehst du das hier noch, weil ich habe deinen Körper gerade gefunden. So. Bewusstlos? Vergewaltigt. Und. Nee. Wo ist mein Schwert? Ich köpfe dich. Nee, das meinst? Sieht er gar nicht. Egal, das ist der Vogel, ist mein Zeuge. Wir müssen die Tiere noch töten, weil die haben auch. Oh Gott. Einer davon wird das Zeug vom Marksman noch haben. Neutral, gib ihm. Wir haben gar keine Sachen da. Ich heiße Tiere halt nicht. Ah, so fuck, hier ist noch was, ne? Der eine der Schuss der Besatteten, der hier unten irgendwo rumsteht, muss es sein. Einer der Spinos? Ja, aber besattet war der. Ein besattet, ja. Ey, ich brauch hier Hilfe, Leute. Wo bist du? Ja, ich komme. Der ist in dem Haus drinnen. Ja, also bitte, holt mich welche? Schnell hier raus. Ah, ich hab kein Leuchtsignal dabei, fuck. Ach, hier! Ist, okay, ich seh's, ich seh's. Bitte, hol mich raus, danke. Okay. Nein, das ist nicht der Fall. Oh nein, okay, sorry. Gerade überlebt. Ich wollte eigentlich gib mir mein Quetze, gib mir mein Quetze. Mann. Ja, ist okay, ich bin fertig. Gut. Gib dem scheiß Aventarius. Ja, wir haben echt keine Kriegstiere dabei, ne? Nee, aber ja, dafür, dass wir. Ja, wir haben Lust halt, die ein bisschen Platz gemacht, aber wir haben irgendwie nicht so wirklich. Wenn wir mit einem Geonot hinkommen könnten, das wäre irgendwie lustiger. Wir müssen sowieso nochmal herkommen, die ganzen Tiere Platz machen. Wir können ja mal versuchen, aus Flüssen eine Brücke hier hinzubauen. Dann machen wir das mal richtig alles platt. Ah, scheiß Spino, jetzt steckst du fest, ne? Direwolf tot, Sarko tot. Die haben alle nichts dabei, was. Ey, die haben einfach nur viel getampt, aber nichts gemacht, ne? Ja, ich glaube, die sind jetzt auch off. Ja. Haben wir gerade nach. Nicht mehr online. Wenn die innerhalb einer Woche nicht wiederkommen, erklären wir dieses Gebiet hier für. Ja, gut, dann nehme ich jetzt die ganzen Sachen hier mit. Dann machen wir kaputt, dann machen wir der Befehl. Reizt man es ein von den Kriegern. Ja, Eva hat ein Upgrade, ne? Ja, lass einfach. Ja, lass ich. Da geht auch gar nichts tot, ey. Ah, du dummes Tier. Ey. Ja, warte mal, ich würde mal sagen, seid bitte kurz ruhig. Seid mal bitte kurz ruhig. So, für die, die jetzt das Let's Play schauen, für euch verabschiede ich euch mich schon mal. Das ist jetzt hier zu Ende, sonst wird ganz zu lange dauern, weil passiert eh nichts mehr, so ewig lang noch ein paar Tierchen töten. Exempel ist statuiert. Für die, die bleiben, die wissen, dass wir nicht jeden Scheiß mit uns gefallen lassen. Für die, die jetzt abhauen aus dem, also aus dem Spiel, nicht die Zuschauer. Tut mir irgendwie gar nicht leid gerade, ganz ehrlich. So, also, wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich sehr über den Daumen nach oben. Abonniere den Kanal, wenn du es noch nicht getan hast. Oh, mein Sprach ist weg, ne? Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, bis dann, mach's gut. Ciao. Tschüss. Marksman, sagst du auch Tschüss? Ja, ciao. Immer muss man darauf hinweisen, ne? Dieser scheiß Spinner hier, den kriege ich nicht down. Im Vogel. So, und für die aus dem Stream, hier geht's munter weiter. Munter weiter? Ja. Oh, das ist cool. Yay! Feuerwerk! Die yeah. Siegeshymne. Schießt einfach mit den, mit diesen, wie heißen die Darts? Ja, Arrows. Hm? Metall-Arrows auf die drauf. Irgendeiner was ordentliches zu essen? Ja. Kannst du mir was geben? Ich hab noch ein bisschen. Hier hast du Fleisch und hier kriegst du ein bisschen rote Tränke. Wo? Im Quetzel, in meinem Quetzel drin. Im Quetzel, gut. Danke. Stell Sprengstoff rein, und zündet es von der Ferne. Darf ich zu euch? Ja, ich würde mal sagen, noch nicht. Wenn wir weg sind, dann könnt ihr hier gucken, ob ihr noch was plündern könnt, aber
Wir schießen noch auf alle, die hier nicht zu uns gehören. Ich höre hier irgendwas trampeln. Ah, hier, fuck, hier ist noch ein Spino. Ah, hier sind überall noch Tiere. Einer von denen muss noch das Zeug vom Marksman haben. Der Spino, der steht hier genau unter der Rippe, glaube ich. Das müsste der sein. Ja, da bin. Mann, ihr habt alles kaputt gemacht und, Wir werden zeigen, nichts gelassen. Das ist voll gemein, ey. Wir könnten ihn versuchen, den Spino zu Festland zu locken, dann irgendwie mit einem größeren Tier herzukommen und ihn dann zu verfolgen. Oh Gott! Geh weg! Irgendwas greift mich gleich an. Irgendwelches Kleinvieh. Der Beyblade ist im Wasser, ne? Ja? Hol den mal raus. Kann ich ja nicht, kann ihn ja nicht greifen. Ach doch. Komm, Beyblade. Dann ruf ihn auch einfach zu dir und bring ihn an Land und setz ihn auf neutral oder so. Ich mach hier unten noch Beyblade, ein bisschen Kleinvieh kaputt. Jetzt hier alles weg. Oh, go, 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 Beyblade, go, go, go. Werd hier irgendwie angegriffen? Also hier ist ein Kahn. Da ist noch jede Menge Zeug, was noch lädt, was uns angreift, aber... Wo ist denn Beyblade? Oh, hoffentlich stirbt er nicht. Hey, komm. Er kommt nicht. Okay, hier ist nichts mehr. Ich glaube, Beyblade stirbt. Aber ich weiß nicht. Stopp! Scheiß Stego. Oh Gott, ich sehe gar nichts. Hallo? Ach so, ja, natürlich. Fackel. Ich glaube, Beyblade steckt unter Wasser fest. Ja, holen raus. Geht ja nicht. Doch, einfach rufen. Und dann gehst du kurz ein Stück hab weg. Ich schon. Dann geh ein Stück weg und dann komm wieder. Und dann sollte der eigentlich wieder normal sein. Ja, genau, ey. So ein Leuchtsignal könnte ich jetzt mal gebrauchen. Ein bisschen Licht. Hey. Nein. Warum? Weil so ein Kanu hat mich die Klippe runtergeschubst. Fuck, Mann. Holt mich gegenüber ab. Nee, warte. Das ist da nicht. Das ist da. Dein Holt Zeug? Mich bitte gegenüber ab. Ich muss dann auch auf, ne? Ja. Warte, ich stell den Eva gegenüber von, also auf diese Klippe drauf. Dann soll mich Summer wieder bei der Base. Oh, der Gerüst ist tot. Wieso hast du dem nicht geholfen? Du bist so gemein. Ich konnte den nicht helfen. Ja, der klar, war unter Wasser. Als ob. Du hast mal den Gerüst sterben lassen. Ich hab den schon gerufen. Okay, wo bist du gestorben, Haley? Rechte Seite. Also wenn du kommst... Fuck, auf der Insel oder auf der gegenüberliegenden Seite? Nee, das war außerhalb der Insel. Da wo... Ja... Das Haus mit den Pflanzen oben drauf. Ah, okay. Also... Auf dieser Seite. Da war ein Kran und dich gefressen. Genau. Max, meine Sachen sind despawned. Ja. Meine Sachen sind nicht despawned. Nicht? Irgendein Spino hat die. Die sind in dem Spino da. Yes, wenn ihr den Spino noch gekillt kriegt, dann wäre es nett, wenn ihr mir die Sachen wiedergibt. Es wird ewig dauern. Ich wollte eigentlich, dass die Pistole und mal Licht anmachen. Man sieht was. Komm her, Bert. Würdest du mich gerade abholen, damit ich wieder aushelfen kann? Ich dich? Ja, warte. Aber ich weiß nicht, wo deine Sachen Licht. Sind, ne? Ist zu dunkel hier. Ich komm jetzt einfach, spring den Bett zu dir. Da, wo die Fackel ist. Hier ist Shadow XX1 Life oder so, wie der Typ heißt. Nein, ich meine dein toter Körper. Weil du hast ja wohl ein paar Sachen verloren, oder? Ja, nimm die einfach auf. Ich weiß nicht, wo die liegen. Ja, okay, dann komm zu mir. Ja, das mach ich jetzt gerade. Ich komm jetzt zu dir. Wo bist du? Ja, ist okay. Wo bist du? Shadow, mach wieder bitte die Fackel an. Ich brauche hier Licht. Danke. Links. Da unten hast du dich also auch. Ich gehe jetzt wieder in mein Tribe rein. Ja klar, mach. Jo, danke für die Hilfe. Ach, schade. Danke. So. Wenn ihr meine Sachen wiederbekommt, ne? Ja, dann geben wir die wieder, ansonsten geben wir dir einen. Hattest du bestimmte wertvolle Sachen dabei? Ich hatte meine Pumpen bei mit ganz viel Muni, also mit 7, 8, bis 10, also mit 10 und 6 geladen. Und meine Longneck mit 100 Schuss und so. Ups. Und sowas. Ihr müsst einfach nur den Spino töten. Den Spino. Ja, das Problem ist ja, wir haben keine Kriegstiere dabei, die wir hinkriegen können. Wie stark ist. Nee, das.
Nee, wenn wir mit einem Spiel nur herkommen, der wird einfach gefressen. Okay, ich mache jetzt Folgendes. Ich bringe jetzt den Meister und dann wird es halt ein bisschen länger dauern, bis der hier rüber geschwommen ist. Aber dann können wir alles hier töten. Tötet einfach alles und gibt mir eine Flakrüstung und alles wieder. Ich gebe dir meine alte Flakrüstung, die hat um die 900 Verteidigung. Und musst du die halt selbst reparieren. Dann geben wir dir noch ein ordentliches Gewehr und keine Ahnung. Wir setzen halt so ein bisschen was, aber wir können ja nicht alles wiedergeben, wie die Pump-Action oder so. Wenn ihr den Spino getötet habt... Ja? Also wenn ihr einen Spino findet, ganz viel Zeug drinne. Ja. Ich bringe jetzt ein Giganotto mit und dann machen... Nee, ich bringe sogar zwei Giganotos mit. Ein Männchen, ein Weibchen und dann macht der Meister Mate und das lebenswerte und Wesen. Die reißen halt einfach alles weg. So. Oh, verdammtes Krokodil, Mann. Fick dich doch. Benjamin, ich möchte dich bitten, in meinem Live-Chat nicht zu beleidigen mit ihr seid Schwuchteln und sorry, aber Timeout. Wenn ich gerade mit Summer schreibe, Shadow X6 Live, dann werde ich wohl mit Summer schreiben und nicht mit jemand anderem. Warum zum Teufel kann ich die Nachricht nicht einfach hier deletten, ey? Was schreibt der hier denn für eine abgefuckte Scheiße, ey? In Real Life würde ich dich zusammenschlagen, du Pisser. Was? Wieso kann ich... Ach, dieses Scheißding hier. Oh Mann, frag mich doch selber, Shadow X6 Live. Was soll das denn jetzt? Narkobären sind dafür da, um Tiere und Menschen betäubt zu halten. Nope, irgendwie kann ich das ja nicht machen. Okay, dann scheiß drauf. Kartoffelbrei. Es ist nicht wegen einem Spiel und ein paar animierten Pixel-Dinos. Es ist unendlich viele Stunden, die dadurch kaputt gemacht werden, durch so eine solche Aktion. Wenn ich jetzt mal bei mir hier nachgucke, ich habe jetzt 717 Stunden lang gespielt. Davon waren mindestens 200-300 auf diesem Server hier alleine. Und wenn mir jemand diese Zeit hier zunichte macht, indem er alles kaputt macht, dann würde ich auch sehr sauer werden. So, ich bin jetzt wieder in Dead Empire drin. Ja. Summer, könntest du, also du musst auf mich gedrückt halten. Dann kann ich ihn verstehen, wenn er sagt, du bist ein abgefuckter Hurensohn und Missgeburt, fick deine Eltern, so eine Scheiße. Nur ich möchte es halt nicht in meinem Chat sehen. Ich kann ihm das persönlich schreiben, per Skype oder so, ist mir egal, aber da muss das nicht sein. Bann ihn. Revis, ich werde niemanden mehr bannen. Ey, was soll das denn jetzt? So, warte mal, Kartoffelbrei. War das Kartoffelbrei? Nein. Oh, nein! Den Timeout jetzt nicht. Was ist los bei dir? Ja, so ein verdammtes Känguru meint hier Känguru Jack spielen zu müssen und greift mich einfach an. Ja, warte doch, ich komme jetzt mit den Gigas. Dann sind die weg. Ja, gut. Will ich jetzt nicht. Ich will meine Sachen wieder haben. Ich muss jetzt auch auf, ne? Ja, dann pack den doch mit deinem Quetzel und schmeiß ihn ins Wasser und dann hol deine Sachen wieder. Hab ich jetzt. Hast du jetzt, okay. Mann. Ja, ich weiß, was wir machen könnten. Ja. Oder? Keine Ahnung. Müsstet ihr mich wieder in den... Ja, ich muss jetzt weg. Ich muss erstmal in die Base und mich auslocken. Mhm. Aber in den Admin-Bereich gehst du bitte nicht, ne? Du kannst ihn doch einfach Owner wiedergeben lassen. Kann ich ja. Kann mir keinen Owner wiedergeben. Wieso kannst du dann mal dir Owner nicht wiedergeben? Nein, das Owner ist jemand anders. Ach so, man kann das gar nicht geben, oder was? Nein. So, ich hab dich jetzt wieder de-admin, sorry, aber ich weiß nicht genau wegen, Transfer, ne? Owner. Aber doch klar, der Admin, Owner kann Transfer Ownership to Player machen. Okay. Der kann dir den Besitz deiner Stripes wieder zurückgeben. Ja, einfach den Tribe wieder zurückgeben. So, ne? Vollkommen normal. Also, da ist der blöde Vogel. Krieg ich dann morgen meine Sachen wieder? So, ja, du kriegst morgen entweder deine Sachen wieder oder einen entsprechenden Ersatz. Jo, dankeschön. Was ich sagen wollte,
Was wir machen könnten, er holt mich wieder in euren Trap oder keine Ahnung und dann gucke ich halt in den, der die getötet hat, rein und nehme das was raus, was ich hatte. Das Wichtigste halt. Nö. Oder keine Ahnung. Einfach, du sagst uns einfach das Wichtigste, wenn wir die Pump Action wieder geben können, dann geben wir dir die auch wieder. Ansonsten geben wir dir ein 160% Gewehr. Wir gehen dir eine volle Flakrüstung mit mindestens 900 Verteidigung insgesamt und keine Ahnung. Und es sind irgendwie Werkzeuge oder Waffen oder so dabei, die unersetzbar sind, weil du die nicht als Blueprint gefunden hast. Warte. Ich glaube, ich hatte sogar meine Mastercrafted Axt bei, wenn ich nicht. Ja. Die können wir dir natürlich nicht wiedergeben. Wir können die aber. Wir haben noch eine Mastercrafted, die wir nicht benötigen. Ach so, okay. Ja. Und eine Journeyman Pick. Ja, wir können die auf jeden Fall gutes Werkzeug ersetzen. Pick Axt, ja. Was ich sagen wollte, war. Wenn ihr das Zeug natürlich wiederbekommt. Ja. Kommst du, Meister? Dann wäre es nett. Wenn wir es zurückbekommen, geben wir es dir auch wieder, keine Sorge. Gut, weil ich hatte. Aber im Chat hieß es schon, deine Sachen sind despawned. Also, wenn diese. Nein, wenn die Dinos. Die hat mich ja aufgefressen. Nein, hör zu! Wenn die Dinos nicht auf Enable Item Collection waren, dann fressen die deine Sachen nicht auf, dann verschwinden ja, die. Ja, gut. Weiß nicht, ich, Johnny Mendestos. Gewehr halt 100 Schuss. Polo 150 Schuss oder so. Ja, kriegst du alles, keine Sorge. Also das meiste. Ja. Ein paar Smokes, aber die Smokes sind ja nicht so viel wert. Ich hätte zum Beispiel unseren guten Raketenwerfer mitgenommen. Hätte ich dann, wäre es am Arsch. Ah, warum ist der denn so? Der ist nicht langsam, der ist einfach nur rumglitschen, der blöde Giganoto. Aber ich glaube nicht, dass die despawned sind, weil die waren ja nicht da. Ich habe ja da geguckt. Mit, Gib mir das Ei, wenn ich beim Marksman dran bin, okay? Ja, Shadow, mach ich. Ich kann ihn den Team hier reinmachen, aber. Du musst halt auch nur wieder warten, bis die wieder maten können, ne, weil die Premium-Zucht, die sind halt, die brauchen ein bisschen was. Kommt ihr? Gigas? Ah, da kommt sie an. Sachen können nicht despawned sein, weil ich bin an dem Punkt gestorben. Nein, hör zu. Die sind in dem Tier drin. Hör zu, wenn die Tiere nicht auf Enable Item Collection stehen, dann sammeln die deine Sachen nicht ein. User disconnected from your channel. Scheint er dich zu kapieren. So. Wo ist der Weiße jetzt? Ich weiß, dass du hier bist. Ich höre dich doch. Da, siehst du? Komm mit. Oh, bitte lass mich doch einfach hier ran, Mann. Ah, geht doch. Ja, fick dich doch. Ich glaube, ich renne gerade voll in die falsche Richtung, ne? Mal ganz kurz. Ja, ich glaube, wir gehen dadurch in den Sumpf einfach. Also wenn wir gleich ein bisschen Dinge zocken, wie heißt es, Rainbow Siege, dann werden wir die Aufnahme, nee, nicht die Aufnahme, den Stream neu starten. Dann schalte ich auch auf 60 FPS um, weil das ist mit Sicherheit angenehmer. Ich habe meine Sachen auf jeden Fall gerade wiederbekommen. Ich hatte noch eine Minute. Alles. Ja, ich versuche gerade irgendwie dahin zu kommen. Ich gehe mal am Strand entlang, ey. Das ist ja Abfucker, ja, durch die Bäume zu rennen, bis die mal alle eingeknickt sind. Kommt ihr? Das ist pink, das ist weit. So, 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 so. Unsere bunten Power Rangers. Das. Weil die Gegner nutzen eigentlich mehr den Megasort. Oh nö, der erste hängt schon wieder. Bleib mal hier. Kommst du?
Komm, du schaffst das. Gib dir Mühe. Ich glaube an dich. Sehr gut gemacht. Du bist ein... Du bist ja dem Meister als Frau würdig. Wer ist das denn? Ganz ehrlich, ihr solltet doch hier nicht hin. Ey, der Vogel ist zu schnell für die Gigas. Das will echt was heißen, ey. Oh oh. Ja, ich weiß, trotzdem. Das ist unser Loot. Wir haben geraidet. Genau. Ihr seid wie Aasgeier. Wisst ihr das? Am liebsten sollte ich den jetzt töten, ey. Ja, ist vielleicht auch besser so, wenn du... Ja, schieß einfach drauf. Wir haben gesagt, alle, die jetzt da hinkommen, kriegen Kill. Kommt ihr? User joined your channel. Sorry, mein PC hat sich aufgehangen. Okay. Also nochmal zum Mitschreiben. Ich kann dir nicht garantieren, dass wir dein Zeug wiederfinden, weil wenn die Tiere nicht auf Enable Item Collection stehen, dann kriegst du deine Sache nicht wieder, weil die haben die dann nicht eingesammelt. Yo, Lukas. Kommt ihr Rambo? Ja, gleich, wir machen noch kurz ein Raid zu Ende. Ein paar Sachen noch einsammeln und dann kommen wir. Habt ihr sie hinüber gemacht? Boah, ja, die haben wir richtig fertig gemacht. Aber mein Drago, ich war an Land geschleudert worden quasi. Ich war im Wasser, bin ich an Land gestoßen worden von dem Spino. Der Spino hat mich quasi gerettet. Aber die Sachen lagen ja nicht mehr da. Ich bin ja sofort dann mit dahin geflogen. Ja, dann können die auch genauso gut im Wasser oder im Boden weggeglitscht worden sein. Ja. Medion Line, ich hoffe, ich habe dich ausgesprochen. Wenn nicht, tut es mir leid. Vielen Dank für dein Follow. Gut, danke. Ich kriege ja immer ein Zeug wieder. Ja, du kriegst dein Zeug wieder oder einen entsprechenden Ersatz. Ja, gut. Also du wirst nicht leer ausgehen, keine Sorge. Wir kümmern uns um unsere Freunde. Jetzt. Gut, dankeschön. Okay, dann würde ich sagen... Bist du gut für uns? Sind wir. Das ist Familie. Gut zu dir. Das klang bestimmt jetzt voll doof, ey. Kann... Ja, so ein bisschen. Ja. Wie so ein schlechter Werbespruch oder sowas. Ja. Warte mal, ist das hier nicht auch noch von den Kriegern? Ja. Also, die alte Kriegerbase. Marksman, da will einer unbedingt in dein Tribe, dieser Shadow XX Live irgendwie. Hast du dem schon eine Antwort gegeben, oder? Ja, der kommt morgen in mein Tribe rein. Wieso sind die beiden eigentlich nicht Mate boosted? Vielleicht sind zwei Männchen? Ist wirklich diese Entfernung schon zu groß? Nee, wir haben ein Männchen und ein Weibchen, da hab ich den genommen. Gut. Boah, passt auf, wenn ich gerne nicht wegsterben, ne? Bei den ganzen scheiß Spinos, die haben. Eben gerade 10-1 im Ranking. Jolo Kurt, vielen Dank auch für dein Follow. Margo wird bestimmt nachher wieder Ranked zocken, gell? Natürlich. Also bin dann auch weg, ne? Hoffentlich krieg ich mein Zeug wieder. Jo, hast du rein. Ja, ciao. Jo, bis morgen. Wo ist denn jetzt dieser blöde Vogel? Da ist der blöde Vogel. Komm her, du blöder Vogel. Vielleicht komme ich nachher wieder, aber kann ich nicht garantieren. Ja. Und jetzt TS bitte schließen, aber... Tschö! Geh endlich, du kommst uns nie weg. So, jetzt haben wir... Oh, krass. Immer noch. Pfannkuchen, 1405. Also, danke, jetzt habe ich schon... Ganz ehrlich, was machst du hier? Erzähl mal, was machst du hier? Wer? Ja, nicht du. Ein Spieler, weil die ersten Aasgeier kommen zu unserem Loot, den wir uns ergattert haben. Kann ich jetzt, dann starte ich jetzt eine Runde locker, gell? Na, ja, wow, noch ein bisschen. Wir müssen noch die Giganotus dahin bringen und ein bisschen platt machen. Ja, so und... ein Ranked schaffe ich nicht mehr, denke ich. Boah, sind die langsam, ey. Sieht irgendwie süß aus, wie die aus dem Wasser gucken. Ey, Drago. Ja? Wo bleibst du? Ich häng fest in einer verfickten Bärenfalle. Und der... Was lachst du denn? Häng dir fest in der Bärenfalle, ey. Schön. Ja, ich bin auf dem Weg, aber wir haben doch da. Cool Ender! Oder cooler Ender, vielen Dank für dein Follow.
Habt ihr irgendwas Wertvolles dabei? Wenn ja, gibt's uns. Genau. Und jetzt zerlegen die mal eben den Spino von denen. Die sind ja wirklich aggressiv auf alles. Die haben wirklich alles auf aggressiv gestellt hier. Nehmt euch noch ein bisschen was zu essen, Jungs und Mädels. Ich glaube, die haben das Wichtigste alle weggeworfen. Ah. So, Gears, komm. Hast du immer noch Let's Play an? Nee. Noch im Stream. Versuch jetzt hier die ganzen Viecher anzulocken. Dass du die gleich auf einen Schlag töten kannst mit den Gigas. Gut. Die haben auch Item Collection aktiv, das heißt also, wir kriegen. Nee, nicht alle. Der Kano zum Beispiel eben nicht. Mein Item Cage lag da halt. Nee, wir haben das aktiv. Das heißt, wir kriegen auf jeden Fall deren Zeug. Ja, Entschuldigung, dass ich nicht richtig zuhören kann. Nee. Sei nicht so aufgeregt. Hör mal. Können Giganotos eigentlich im Wasser angreifen? Ja, aber ich glaube nicht so schnell. Ah, da bist du ja endlich. Ja. Ich lotse noch irgendwie Slow Motions hier an. Wo ist Ava eigentlich? Wo hat er die abgestellt? Wahrscheinlich da hinten irgendwo. Auf der anderen Seite. John Cena! Vielen Dank für dein Follow. Ich bin gerührt, es war John Cena höchstpersönlich. So, jetzt geht's mal wieder los hier. Jetzt wird geradet, der Fixer. Ah. Yo. Ja Leute, dann macht mal. Genau. Genau so. So nicht anders erwartet es von euch, ja? Oh fuck, hier ist ein T-Rex. Ah. Ihr könnt vielleicht ein bisschen gefährlich für mich werden. Da hinten ist noch so ein blöder Spino, ich lock dir mal an. Ach Gott. Irgendwas ist ja gerade voll am Rumbacken. Genau, die Mädels, die machen schon. Ich will den blöden Spino da hinten angelockt bekommen. Komm her, du doofes Kind. Soll die auf aggressiv laufen oder was? Ja. Aber wie der blöde Spino da hinten einfach nicht herkommen will. Nutzi LP, vielen Dank für dein Follow. Hallo, Spino. Kommst du mal ran? Oh, der will nicht. Hey, Scheißvieh. Komm mal ran auf den Meter. Komm her. Ach ey, der greift echt alles andere an, aber mich nicht, ne? Und der hat einen Sattel, das könnte also sein, der Max mein Zeug hat. Ach, den wohl später. Fick dich, hier, der ist für dich. Nö, das wollte ich doch jetzt gar nicht, Mann. Wer ist denn das da unten? Ah, er ist tot. Tote Klappe von Gigas. Echo Games HD, vielen Dank für dein Follow. Die sammeln das Zeug gar nicht ein von denen. Ja, das kann. Ich mach mal alle die leer, die nutzlos sind, ne? Ja. So, der ist nutzlos.
Spino-Sattel, Avis-Sattel. Ach, was ist los? Dann habt ihr nicht Enable? Habt ihr sogar. Ey, ich wollte dich leveln, du Arsch. Hau doch nicht ab. Bronto-Sattel ist auch nutzlos. John Cena! Hatte ich dich gerade eben schon mal? Dankeschön für dein Follow nochmal. Alter, dein Vogel sieht aber schon echt gut aus. Das ist schon das zweite Mal, dass wir den Giga raiden. Ey, da ist ein scheiß Giga im Wasser. Ja, hol noch raus. Komm mit, Mann. Boah, Rex-Sattel brauchen wir nicht, ne? Wir haben einen besseren. Ich habe gestern einen Blueprint gefunden, der war Ramshackle. Ja, und jetzt mal echt, hör auf hier zu spawnen, das ist unser Loot. Gehört eigentlich Jan zu denen? Nee. Ja, weil der taucht hier jedes Mal auf. Wo ist mein Tyrannodon? Da hinten. Er braucht Essen, warte, ich geb ihm noch. Okay. Ich geh mal kurz nach deinem Vogel gucken. Boah, bitte, lass mich doch einfach los. Habe ich dir irgendwas getan, du verfickter Wichser, Mann? Boah. Da sind... Okay. Beide Vögel sind doch auf der Seite hier. Ich nehme die mal mit, ne? Die, nee, oder? Nee, das ist ja blöd. Ich würde gerne den, den hier angreifen. Wieso rennt er weg? Bist du dumm? Komm mit. Folgst du mir? Nee, der greift Fische an. Was für ein dummes Tier, ey. Ruven Jackismus. Vielen Dank für dein Follow. So, jetzt hab ich auch mal Lust, mal selbst einen Giganotto zu reiten. Ich greife doch ein bisschen schneller an. Wieder Level Up. So, jetzt haben wir den Mate Boost. Komm, greif an! Hab ich am Leck? Okay. Oh. So, Autos mit Klick einfach mal klicken lassen. Also irgendwas geht unten zu Bruch, das sehe ich. Ey, die haben nichts mehr, die haben alles rausgeworfen. Ah. Da war doch aber auch irgendwas mit Wasser, oder nicht? Ich schau mal gerade im Wasser nach. Ja, vor der Base von seiner... An seiner Base. Im Wasser ist eine Kiste mit einem Raketenwerfer. Das Problem ist halt, der hat in der Nähe noch ein anderes Haus und ich weiß nicht, ob er vielleicht das Haus meinte. Boah, ich habe übel Kopfschmerzen jetzt, ey. Von? Einfach so. Ach so. Hast du deine Tage? Ach, fick dich.
Hey, das war eine ganz normale Frage, du Pissbacke. Okay, meine Pump-Action habe ich auf jeden Fall noch. Gut. Ja, sollen wir die Giganotus einfach hier lassen, auf aggressiv, dass sie alles töten? Ich meine, wir finden die ja wieder. Wir haben die ja per GPS finden wir die ja. Ich habe jetzt echt keinen Bock, die jetzt noch wegzubringen. Können wir morgen machen. Jo. Okay, dann stelle ich den jetzt was um. Ey. Nein. Mach mal kurz folgen. Was macht ihr blöden Giganotus da? Der folgt dem Bad, ach so. Der Pinke ist verschwunden. Ich hör's aber trampeln. Ah, da ist der. So, das liebreizende Wesen folgt jetzt dem Meister. Okay, der folgt mir nicht mehr. Der macht jetzt auf aggressiv, aber ich lasse ihn nicht auf wandern, ne? Aggressiv, ja. Set to aggressiv. Aber nicht auf wandern, die sollen halt, greift euch noch alles an, Jungs. Nein! Was? Ach, nix. Ich weiß nicht, wie du darauf kommst, dass irgendwas Schlimmes passiert sein könnte. Wie zum Beispiel... Das sieht sehr gut aus. Hier ist noch so ein Spino. Ja, da im Wasser, ne? Der hat mich jetzt. Ich hatte ja Marksmans Sachen. Alter, wie einfach mal ein Spino ist. Ja. Wieso machen die Giganotus nichts dagegen? Die sind doch aggressiv. Mach mal neutral. Okay. Hallo, seid ihr behindert? Der ist auf. Nee, hat er auch nichts dabei. Da ist ein Sabertooth-Sattel. Camping. Campingfire? Okay. Was hast du? Ist ein Pinguin. Das ist ein Pinguin. Hier ist ein Pinguin. Okay. Level 80. Oh, Apprentice Spino Sattel. Okay, was ist. Oh! Tyrannodon Eier? Na gut. Mal ein Stück sogar. Dekoros Sattel, jo, den nehmen wir. Ja, wir brauchen ja eh einen neuen, ne? So. Jo. Für die nächste Folge zum Tamen oder so. Ja. Komm mal her. Ja, lass mal die Gigas hier, nehmen die morgen mit, sollen wir die jetzt zurückbringen. Nee, ich hab echt keinen Bock mehr, ich hab übel Kopfschmerzen, ja, also. Wäre gut, wenn wir jetzt dann noch ein bisschen Dings da spielen. Gut, dann bringen wir jetzt das Zeug weg, oder? Jo. Die sind auch neutral, ne? Gut. Das Beste ist, wir finden die wieder, weil wir haben noch unsere lustigen GPS-Dinger. So Tracker. Soll ich einen Rack-Sattel mitnehmen? Oder? Nimm mit, was du tragen kannst. Ich meine, wobei Rack-Sattel haben wir ja eigentlich verbesserte. Ja, ja, deswegen. Ein Kylo-Sattel? Ne, haben wir auch. Ich stell mal kurz die beiden Gigas. Unten in die Mitte rein. Ah, es klappt echt gut. Genau. So. Ja, dass wir jetzt alles haben.
Na komm her, Mädel. Gewonnen. Nice, geht's jetzt. So, dann kommt Bert mit und... Hast du beide, Dinger da? Die Abisse? Ich hab einen. Einen nur? Okay, warte mal. Okay, kannst eben da bleiben. Dann fehlt noch einer, warte, ich such den kurz. Hä? Hä, wo ist dein Ravis? Wir hatten zwei Abisse dabei. Ah, da unten ist der, okay. Ja, Flappy Bird und warum bewegen diese verdammten Giganotos sich denn jetzt nicht, bitte? Hier, weißt du was, die Katze ist ja so... Nee, Eva brauche ich, ist meine. Würde ich dich halt per Hand, du Missgeburt. Was macht das blöde Tier denn jetzt schon wieder? Hä, wo ist die? Ach so, das war Ava. Ach, hier ist Rango. Jo. Trottel, ey, folg mir mal. Bring mal Ava ganz weit weg, also hier, wo der Quetzel steht. So, dass der Befehl nicht mehr zählt. Und dann hätte ich jetzt einfach beide Giganox auf... Beide Giganotos auf das Gebäude und dann ist es morgen weg. Sandro, ich spiele das eigentlich fast gar nicht. Sorry. Was spielst du fast GTA gar 5? Nicht? Ich hab das zwar, aber ich spiele das einfach noch nie. Ja gut, das müssen wir dann auch mal spielen, Drago. So, das ist morgen weg. Lukas hat das nämlich auch für PC, weiß ich. Mhm. So, ah, das war Porn. Warte mal, was ist das? Das ist nicht von uns? Von The Black? Ah, The Black. Weg. Hey! Du bist was? Hier, hat Jeffer runtergeschmissen. Wo ist der? Komm her. Und wo ist? Hast du die anderen beiden Tiere bei dir? Ja. Okay. Warte mal, was ist das da hinten? Oh, die wollten sich eine Wasserbase bauen. Und das stimmt noch ein Känguru. Da am Tor hängt so ein Känguru im Wasser fest. Da hinten ist noch ein Spino im Wasser. Der stört mich ein bisschen. Siehst du den? Ich bin schon weg. Okay. Der ist ja auch auf aggressiv auf alles und killt. Genau so wie hier ein Frosch und ein Hai im Wasser auch. Da müssten wir vielleicht nochmal was gegen machen. Demnächst, irgendwann. Minecraft, nee. Ich wollte ein Let's Play davon anfangen, hab die Lust einfach verloren. War mir zu langweilig. Was los? Hängst du fest? Nee, ich schau nur gerade, ob wir sein Dings getötet haben. Was denn was? Hallo, Bekasa. Jura oder so. Aber müsste wahrscheinlich. Dinosaurus. Ich geh mal weiter. Jo, mach mal. Das ist aber echt schon das zweite Mal, dass die Krieger uns provoziert haben. Ihr habt sie vernichtet, oder was? Ja. Ja, jetzt sind sie gegangen.
Also die, die übrig sind, sind glaube ich Terra-Player. Und noch irgendeiner. Shadow und Benjamin, glaube ich, noch. Witcher und Steve haben die Scheiße gebaut und jetzt sind die raus. Ja, die haben das ja auch aufgebaut. Ja. Was haben die gemacht? Ja, die haben uns während der Aufnahme haben die Holzbase am Vulkan angegriffen mit Granaten. Und das war natürlich nicht so schön, dass die unsere Base am Angreifen sind. Ja, dann haben wir gesagt, wir machen jetzt eine Raid-Folge und naja, haben sie bekommen. War eigentlich relativ cool. Ugrasenengi. Ich habe das völlig ausgesprochen. Vielen Dank für dein Follow. Ich follow mir auch. Dann follow mir mal ein. Exo, nee, danke. Wer sind die Besten auf dem Server? Mein Freund! Wir sind die Besten auf dem Server. Wir sind auch Administratoren und haben hier auch eigentlich alles ziemlich gut abgesprochen, wie wir das hier alles aufbauen und so. Wir haben hier unseren Plan für den Aufbau und alles, also... Es hat schon einen Grund, warum wir uns einen Server selber aufgemacht haben. Weil wir wissen einfach, wie das Spiel funktioniert und entsprechend konnten wir auch alles machen. So, wie sieht's aus? Ich hab noch ein paar Eier gefunden, die sollten noch im Quetzal sein. Ah, nicht getroffen. Nicht im Traumschiff, sondern im Pink Lady. Puh, das ist eine Menge. Eier. Mach ich auch mal. Rakete, vielen Dank für das Follow. Das pack ich mal da rein und den Rest mach ich morgen leer, ganz ehrlich. Ist gar kein Bock drauf. Ich pack kurz die Fertilized in den Kühlschrank. Zwei Arbeits der Fertilized immerhin. Boah, wo häng ich denn die ganze Zeit fest? Oh cool, sogar zwei verbesserte Sattel. Oh bitte lass es ein Ei sein. Lass Low Dope oder Ias Low Dope. Vielen Dank für den Follow. Dekasat, vielen Dank auch für deinen Follow. Restlichen Kram in den Kühlschrank. Jo, dann würde ich mal sagen. Ich bin mal kurz auf K, bereite mich auf Rainbow Siege vor, bis gleich. Jo. Gleich. Mikrofon muted. Jo, jetzt habe ich die Runde endlich gewonnen. Oh Mann, ich muss mir neue Operators kaufen, aber ich kann keinen mehr kaufen. 5,9 Millionen. Ach, 7,9000. Ach, 7900. Mein Gott, was ist denn heute los, ey? Weiß ich auch nicht.
Ich meine, ich bin in Libran, ne, in so einer Allianz, die heißt Die Wächter Eingrad. Kennst du die Serie? Nee. Kennst du die Serie Sword Art Online? Lukas, ja, warte mal gerade, ich bin kurz AFK. Bis gleich. Wieder da. Baby. Sword Art Online, was ist damit? Ah ne, ich bin in so einem Game, da bin ich in so einem, bin ich in so ein, so einer Gilde drin, die heißt so Wächter Eingrad. Von den Punkten her bin ich der Beste. Aber die nennen mich nur Wächter, weißt du? Ich habe den niedrigsten Rang wie die anderen Low-Spieler. Was für ein Spiel ist das denn? Das habe ich mit Marvin früher gezockt, O-Game. O-Game, ja. Ich weiß nicht, das Spiel ist irgendwie so. Ich mag keine Browser-Games wie O-Game, wo man immer was bauen kann und warten muss, weil. Ich habe mich so hart gestresst früher, weil ich immer darauf geachtet habe, meine Flotte da zu safen und die Sachen so zu bauen, immer wieder nachzugucken, auch schon fertig und die ganze Zeit geplant und irgendwann hast du keinen Bock mehr drauf. Weißt du, wie das bei mir früher abging? Ich habe, wo ich das früher hardcore gesuchtet habe, da war ich ja Fleeter, ich hatte glaube ich 107 Millionen Punkte in Flotte gehabt. Ich hatte da so schon meine 50, 60 Millionen Schiffe gehabt. Oh. Scheiße, Alter, weißt du, wie behindert das war, Mann? Ja. Und dann warst du einen Tag mal nicht online, dann kommt der Drittplatzierte und krach und zerschrottet dir die Deutfleet. Also, man hat meine ganzen Zerren und meine Bomber und weiß ich was da alles weggerotzt. Und danach habe ich mich gerecht und bin mit 283.000 noch was Schlachtkreuzer da reingeflogen in den Wichser. Ah, guck mal, die Flotte wieder. Ja, genau wegen sowas, weil man, das war irgendwie zu stressig, immer darauf zu achten, immer wieder alles zu timen und so. Immer darauf zu achten, bloß nicht zu spät sein. Ich habe mich da nicht mal so wirklich frei gefühlt und habe gesagt, so komm, scheiß auf das Spiel. Leck mich am Arsch. Und dann, keine Ahnung, war irgendwie befreiend, das nicht mehr zu spielen. Überleg mal, durch dieses Spiel habe ich ja anfangs Marvin kennengelernt, gell? Weil ich ihn nur mal zerstört habe. Dann hat er seine ersten Riffs hingestellt, nur musste ich mit der Ali fliegen, ne? Ja. Ja, Mann, und dann schreibt mich Marvin, glaube ich, Marvin hat mich angeschrieben, ey, was geht und so. Hast du Bock auf Buddy und so? Ich so, warum? Du zerstörst mich und dann kannst du auch meine Online-Zeiten wissen. Ich so, okay, warum nicht? Ja, Mann, durch dieses fucking Spiel habe ich Marvin kennengelernt, Mann. Tapex, ich habe kein CSGO und ich mag das Spiel auch nicht, darum spiele ich es nicht. CSGO, das ist behindert, Mann. Du solltest löschen, deinstallieren. Was? Was sagt ein Bauer, der seinen Traktor sucht? Wo ist mein Traktor? Oh, das sind so Anti-Witze. Oh Mann, ich bin gerade nicht dazu gekommen, den Chat zu lesen. Okay, da steht aber auch keine großartigen Fragen. Außer wir, die hier die Besten sind, die vier Besten. Also, auf Platz 1 bin ich. Dann kommt erstmal lange nichts. Dann auf Platz 3 ist Marvin und danach kommt Lukas, aber nur weil Lukas schon so lange nicht mehr online war. Wer ist auf Platz 2? Ja, Luft. Da ist erstmal lange nichts. Wieder da. Bibi. Also Platz 2 ist mein Schatten. Ich bin Platz 1, dann kommt mein Schatten, dann kommt Marvin, dann kommt Lukas. Ha, ich bin vor Lukas. Ja, aber Lukas spielt ja auch einfach. Aber er hat auch gesagt, weil ich so lange nicht mehr online war. Ja. Wenn ich jetzt wieder online wäre, ich auf Platz 3, du Pisser. Nein. Echt jetzt? Nur wenn du bauen würdest und was machen würdest. Ha. Weil also Marvin und ich haben hier mal eben eine riesige Holzbase an die, an die Wand geklatscht. Und wenn du dich darum kümmern würdest, die aus Metall auszubauen, dann würdest du dir sogar komplett Platz 1 sichern. Mein Gott, Junge, ich muss erstmal Mannschaftsheim gehen und mein fucking Spiele aktualisieren, Mann. Ich hab 15 Spiele jetzt mittlerweile drin. Ja, ich hab keinen Bock, den Laptop abzubauen, den da rüberlaufen. Laptop abbauen? Das ist doch einfach nur zuklappen und mitnehmen. Nein, ich fahr den runter, weil das ist ein teurer Gaming-Laptop. Zuklappen, mitnehmen, das ist ein Laptop, das ist scheißegal, ob der, zerstörst du die Festplatten da drinnen, hä? Du sollst ihn zuklappen, auf Akku laufen lassen, mitnehmen, du kannst mal wegen noch einen Stecker ziehen. Und dann, passt das, ach komm, ich schmeiß den Sattel weg, wir haben eh bessere Blueprints.
Festplatten kaputt machen. Wie lange brauchst du? Wieso hast du keine SSDs in deinem Gaming-Laptop? Hab ich doch drin im Mann. Ja, aber wenn du die Festplatten kaputt machst, dann ist da nicht nur SSDs. Ach Leute. Nein, ich hab eine große, hab ich noch so drin. Ach, kauf dir eine große SSD, ist besser, glaub mir. Da ist das Ding auch schön ruhig und wird nicht so warm. Wobei SSDs werden glaube ich auch warm, also ziemlich warm. Aber ich möchte ja nicht einen besseren Laptop haben als Marvin Standrechner, weißt du? Wieso denn nicht? Hast du auch eh nicht. Ein Laptop schafft nicht mal die Leistung. So, sehen wir da mal sicher, soweit. Ich hab ihn gepimpt. Ich hab ihn gepimpt. Ich hab da 7 Netzwerkstecker dran. Ich hab da 4-fach Bildschirm, weißt du, so ein riesen Flatscreen als Monitor, ne? Und so eine Round, so eine 360-Grad-Tastatur, die um mich rumgeht, weißt du, mit so einem Stuhl. Ach so, Sonno, ja, nee, genau, aber klar. Noch gar nicht. Haben wir uns noch gar nicht schon gekümmert, weil es sich noch nicht gelohnt hat. Hast du ja gesehen, ja, wie wir den Platz gemacht haben. Und das mit extrem wenig Aufwand. Ich hab 47 Grafikkarten drin, Marvin. Ja, ich hab 48, Bitch. Ja, 5 davon sind kaputt, Bitch. Stimmt nicht. Nein, Bitch. nur eine, ne? Ach, nerv mich. Können wir jetzt langsam mal als Rainbow Siege 6? Ja, ich bin dabei, ganz ehrlich. Gut. Komm doch einfach on, lad mich ein, Mann. Okay. Okay, Leute, ich starte eben den Stream neu, um ihn auf 60 FPS schalten zu können. Über Pros am machen. Wir spielen nicht mehr Ark, wir spielen jetzt Rainbow. Nee, Tom Clancy muss das mal reinschreiben, sonst kommt die scheiß Auswahl nicht. Was zum? Ah. Tom Clancy Rainbow Siege 6. Dann. So, also, ich starte kurz den Stream neu, damit die Verzögerung rausgeht. Und schalte ihn auf 60 FPS, um ein bisschen mehr Qualität rauszuhauen. Also, bis gleich.